Im Stream zu Duviri sah man in Teschens Höhle den Stranger in Black, also den Stalker, als eine Auswahlmöglichkeit zwischen den Frames. Es ist schon ein paar Jahre her, ich glaube mittlerweile 3 oder 4, da wurde mal in einem Deathstream gezeigt, dass Warframe bereits daran gearbeitet hatte, dass wir eine spielbare Version des Stalkers bekommen. Dann wurde es ja ganz lange und viele Jahre still darum und dann einfach so ohne große Ankündigung im Stream nur kurz gezeigt. Oh ja, die Überraschung war groß und der Chat ist komplett ausgerastet. Das Bildmaterial, das ihr gerade im Hintergrund seht, ist im Übrigen genau aus diesem Stream vor ein paar Jahren. Nicht nur, dass wir ihn scheinbar wirklich zur Auswahl haben, nein, denn die neuen Drifter Instincts weisen auch stark darauf hin, dass wir den Stalker spielen dürfen. Auf Rang 10 des Opportunity-Baums bekommt man den Perk Stranger in Black. Ich übersetze euch das Ganze mal kurz. Ein unwahrscheinlicher Verbündeter wird gelegentlich in Teschens Höhle als spielbarer Warframe erscheinen. Und sind wir ehrlich, Stranger in Black, es kann ja wohl nur einer sein, und zwar der Stalker. Tactical Potato hat es in seinem Video auch echt gut gesagt, für neue Spieler, die sich zu Beginn als Startpunkt Duviri wählen, haben ja dann auch die Möglichkeit, ihn zu spielen. Hüpfen diese dann wieder in das Basisspiel, also in die Vanilla-Version von Warframe, wird der Freund wohl schnell zum Feind. Kann mir gut vorstellen, wie dem einen oder anderen da die Kinnlade runterklappt. Ich kann mich auch noch echt gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal auf den Stalker getroffen bin. Dunkles Flackern in einem beengten Gang auf einem Granierschiff. Oh, hier haben sie ja wirklich schöne Lichteffekte. Dann die Message des Stalkers, er ist hier, um mich zu jagen. What the fuck, ich habe lediglich Levelzeug dabei und poff, da stand er dann und hat mit mir erstmal den Boden gewischt. Und seid ehrlich, dem einen oder anderen von euch ging das bestimmt genauso. Normalerweise kommt ja mit so einem großen Update auch immer ein Frame hinzu. Diesmal wurde aber nichts erwähnt, also absolut gar nichts. Könnte der Stalker also unser 53. Frame werden? Ich würde das aufs Übelste abfeiern. So lange kennen wir ihn jetzt schon und ich glaube, jeder hat sich auch schon mal gewünscht, ihn einfach nur zu spielen. Geil wäre es natürlich auch, wenn wir mehr über die Hintergrundgeschichte des Stalkers erfahren würden. Bekannt ist ja bisher, dass er ein Wächter der Orokin war und uns für den Fall dieses Imperiums zur Rechenschaft ziehen will. Wer jetzt noch mehr zur Background-Story oder so ein bisschen Anhaltspunkte haben möchte, den Link zum englischen Warframe-Wiki habe ich euch in die Infokarte geknallt. Kommen wir jetzt aber zurück zu den Fragen, die ich mir halt eben stelle. Wie hat der Sack jetzt aber es geschafft, so lange zu überleben, also vom Fall des Orokin-Imperiums bis jetzt? Wer ist der Stalker eigentlich? Ist das ein gesteuerter Warframe? Das sind einfach nur ein paar Fragen, die ich persönlich echt gerne beantwortet hätte. Oder lässt Digital Extremes uns weiterhin einfach im Dunkeln tappen? Ihr merkt schon, Fragen über Fragen. Dass der Stalker über die Jahre schlecht gealtert ist, ist nun mal Fakt. Sind wir ehrlich, wer von euch denkt sich dann noch, oh nein, der Stalker, Hilfe! Es ist doch eher, oh nice, noch eine Red-Blau-Pause, 2 bis 3 Hits drauf und der Kollege liegt im Dreck. Wenn er wirklich ein spielbarer Frame auch für uns wird, sprich der 53. Frame, wäre das für ihn wirklich ein klasse Aufstieg. Schaut man im englischen Wiki, liest sich raus, dass er statt den üblichen 4 Fähigkeiten ganze 6 besitzt. Pull, Slash Dash, Teleport, Absorb, Smokescreen und Reckoning. Alles bekannte Attacken von Frames. Gut vorstellbar, dass wir bei ihm aus diesen 6 Attacken wählen können, damit wir eben wie bei anderen Frames 4 Fähigkeiten haben. Und total abfeiern würde ich es, wenn wir eventuell kompletten Zugriff auf den Pool seiner Akolyten haben und dort einfach die Fähigkeiten rausfiltern. Das Ganze ist aber natürlich nur eine wilde Mutmaßung bzw. Wunschdenken. Wie und ob wir dann auch im Basisspiel spielen können, ist bisher leider noch nicht bekannt. Aber stellt euch das einfach mal vor. Steelpath, ihr als Stalker und ein Akolyt taucht auf und hilft euch erstmal eine Runde, bevor ihr ihn dann doch für die Stahlessenzen meucheln könnt. Ja, das wäre wirklich schon eine feine Sache und würde mir zumindest ein paar Stunden Abwechslung in Warframe bescheren. Was denkt ihr denn aber zu dem Ganzen? Habt ihr da ähnlich Bock drauf wie ich oder seht ihr das Ganze doch eher als eine Schnapsidee? Schallert mir eure Meinung gern in die Kommentare. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Jetzt habe ich tatsächlich gerade eben fast meinen Endsatz vergessen. Och Gott, ist das peinlich. Gut, nochmal. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal. Ciao.